Herr Dr. Magister Peter Rohrbacher ist Senior Researcher am Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und Sie gestatten mir, dass ich hin und wieder hier auf meinen Spickzettel blicke, weil seine Forschungstätigkeit ist dermaßen umfassend, dass ich hier ein paar Beispiele nennen möchte. Inhaltlich befasst sich Herr Dr. Rohrbacher unter anderem mit der Geschichte des Hamitenmythos, wozu er auch 2002 ein Buch veröffentlichte. Als Mitarbeiter im Projekt Pius XI und Österreich untersuchte er die einflussreiche Rolle von Pater Wilhelm Schmidt an der römischen Kurie. Er ist Mitherausgeber des dreibändigen Sammelbandes Völkerkunde zur NS-Zeit aus Wien und in aktuellen Forschungsprojekten untersucht er die Wissenschaftsgeschichte der Wiener Kaukasus- und Turkestan-Forschung zur NS-Zeit. Außerdem die kirchlichen und politischen Netzwerke der Völkerkunde aus Österreich in der Zwischenkriegszeit. Und damit, sehr geehrter Herr Dr. Rohrbacher, möchte ich Sie recht herzlich um Ihren Vortrag bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Vortrag. Sie sehen am Titel Universität und Widerstand, Opposition am Beispiel der Völkerkunde. Ich decke hier sozusagen die ganze Universität ab, was natürlich unmöglich ist. Ich gebe eben einen Auszug unserer Forschung. Das dreibändige Werk ist im Oktober letzten Jahres publiziert worden, gemeinsam mit Professor Gingrich, der hier auch unter den Zuhörern weilt. Diese Publikation hatte zunächst die Aufgabe, die Täter zu untersuchen. Das heißt, die Völkerkunde war damals eigentlich politisch instrumentiert worden für ideologische Aspekte, aber vor allem auch für die kolonialen Ansprüche des NS-Staates in Afrika. Das Völkerkundeinstitut war das größte Institut des Faches im deutschsprachigen Raum. Und Wien sollte eigentlich ein Zentrum der Afrika-Forschung werden für die Ausbildung, für die zukünftigen Beamten in den Kolonien, die letztendlich nicht erobert wurden. Wir müssen uns, bevor wir uns dem Thema Opposition und Widerstand annähern, sollten wir uns klar machen, dass das Fach ganz anders ausgesehen hat, wie es heute der Fall ist. Das heißt heute auch Kultur- und Sozialanthropologie und nicht mehr Völkerkunde. Das Institut war im Corps de Logis, also in der Neuen Hofburg, untergebracht und wurde gemeinsam gegründet 1928-29 mit dem Völkerkundemuseum, das heute auch nicht mehr so heißt, sondern Weltmuseum in Wien. Und das war etwas, was eigentlich sehr innovativ war, dass man Forschung und Lehre in Bezug auf Sammlungen in ein Haus integriert. Das Völkerkundemuseum und Institut ist also lange vor der NS-Zeit gegründet worden, hatte aber eine ganz eigene Ausrichtung, nämlich eine theologische Ausrichtung, ist gegründet worden von den Steyler Missionaren. St. Gabriel bei Wien ist der Orden auch heute noch weltweit tätig. Und diese Ordensethnologen hatten eine ganz besondere Ausrichtung, nämlich einen theologischen, dass einzelne Sammlergesellschaften auf der Welt Repräsentanten der ältesten Menschheit sein sollten oder könnten. Und das sollte durch die Forschung unter Beweis gestellt werden. Diese historisch orientierte Völkerkunde hatte damals einen sehr hohen Zuspruch weltweit, wenn auch durch den theologischen Anspruch war es umstritten. So sah das Völkerkundeinstitut im Völkerkundemuseum damals etwa aus. Sind auch die Protagonisten, die ich jetzt auch vorstellen werde. Links Pater Wilhelm Koppers, der Institutsvorstand, ein außerordentlicher Professor, ein Südostasien-Experte, Robert von Heine-Geldern. Und Pater Wilhelm Schmidt, der Spiritus Rector eigentlich, der das Ganze ins Laufen gebracht hat, der eigentlich Direktor eines missionsethnologischen
Museums in Vatikan war und sehr beste Kontakte zum Papst Pius XI. Hatte. Er war außerordentlicher Professor an der Universität Wien. Wenn wir uns den Ablauf nach dem Anschluss 1938 an den NS-Staat kurz vergegenwärtigen, ist am besten, wenn wir das Vorlesungszeichnis heranziehen. Da sehen wir den einzigen ordentlichen Professor, nämlich Wilhelm Koppers. Der wurde durch Viktor Christian, der zugleich auch kommissarischer Dekan war, ersetzt. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben durch einen jungen Afrikaspezialisten aus Berlin, einen NS-Mann, ersetzt im Jahre 1940. Die beiden genannten Namen, Pater Wilhelm Schmidt, die außerordentlichen Professoren, Robert Heine Geldern, tauchen da nicht mehr auf. Alle drei wurden suspendiert, entlassen, ihres Amtes enthoben. Und das ging sehr schnell. Und der Grund dafür, den möchte ich kurz auch aufführen. Pater Wilhelm Koppers hat sich mit ideologischen Themen des NS-Staates intensiv auseinandergesetzt. Die Herkunft der Arier ist also ein ganz wichtiger Bestandteil des Forschungsprogramms am Institut. Mit einem Sammelband 1936 mit internationaler Beteiligung, kein geringerer als Gordon Child aus Großbritannien, versucht er, die These unter Beweis zu stellen, dass die Arier aus Asien ursprünglich stammen, aus der südrussischen Steppe und nomadischer Herkunft waren und keine Bauern. Und diese These stand in diametralem Gegensatz zur ideologischen Ausrichtung des NS-Staates. Das kann man hier auch ganz deutlich sehen. Die Blut- und Bodenbewegung, hier repräsentiert durch Walter Tarré, der später dann auch Reichsbauernführer und Mitbegründer des SS-Ahnenerbe wurde, die behaupteten, dass die Arier nicht aus Asien, sondern aus Nordeuropa stammen und ursprünglich Bauern waren. Das nomadische Element durfte nicht erwähnt werden, weil das mit den Juden, Semiten verbunden war. Und deswegen war da ein wissenschaftlicher Streit im Gange, der eben diktatorisch zugunsten des NS-Staates behauptet wurde. Koppers stand kurz vor dem Anschluss, Sie lesen das Datum, 4. Februar 1938, schon unter SS-Beobachtung. Hier sehen Sie einen gedruckten Bericht, der eben genau das, was ich vorhin erzählt habe, thematisiert, dass eben die Vertreter der Wiener Völkerkunde Vertreter der Ostthese, Asienherkunft der Arier waren und nicht die Nordthese des NS-Staates vertraten. Das heißt, nach dem Anschluss, 13. März 1938, wird die Universität geschlossen, 6 Wochen. In diesen 6 Wochen bis Ostern wird also die Universität umstrukturiert, rassisch nicht erwünschte Lehrpersonen bzw. politisch nicht erwünschte Lehrpersonen werden entlassen. Wilhelm Koppers wird als politisch nahe dem Dollfuss-Regime zugeordnet und er wird am 22. April 1938, so ein Freitag, entlassen und erhält den Brief vom Dekan Viktor Christian, dass er am Montag um 8 Uhr den Schlüssel seines Instituts übergeben sollte. Wir sehen, das war das erste Institut, das sozusagen übergeben wurde. Der Dekan hatte in diesen Tagen nach Ostern sehr viel zu tun. Es sind insgesamt also 11 Institute, die hier den Schlüssel übergeben mussten. Das Besondere jetzt bei der Völkerkunde ist, dass Viktor Christian selber Völkerkundler war. Er war an für sich Altorientalist, aber er war Ethnologe. Er hat auch die ethnografisch-anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums geleitet. Er war Direktor dort. Das heißt, es gab eine Zusammenarbeit zwischen Christian Koppers und die genannten Personen am Anfang, die über 20 Jahre lang dauerte. Und jetzt fordert dieser
Kollege sozusagen den Schlüssel ein. Das muss eine dermaßen Erniedrigung gewesen sein für Coppers. Es ist natürlich nicht festgehalten, aber man kann das nachempfinden. Auf ministeriellen Ebene genauso. Oswald Mengin war der Unterrichtsminister im Anschlusskabinett. Oswald Mengin war Prähistoriker und er war der Prähistoriker, der versucht hat, die Völkerkunde mit der Prähistorie zu verbinden. Wir haben also eine Verbindung, eine fachliche Verbindung, die auch 20 Jahre lang währt. Mengin war als katholisch-nationaler sehr eng mit der Völkerkunde verbunden. Auf ministerialer und auf Dekanatsebene war also hier kein Weg mehr möglich, um hier weiterzumachen. Deswegen entscheidet sich Coppers für das Exil mit Hilfe des Ordens in Rom und der Rockefeller Foundation entschließt er sich, nach Zentralindien auszuwandern, um einjährige Feldforschung zu machen. Und er wird genau das machen, was er vorher gemacht hat, nämlich die Opposition zum NS-Staat weiter durch empirische Daten zu untermauern. Die sogenannte Biel-Forschung zielt darauf ab, dass die einzelnen Stämme im Zentralindien vorarisch, also älter sind als die Arier in Indien eingewandert sind. Das ist also das bekannte Buch, Die Biel in Indien. Er spricht von einer Jägergesellschaft. Es sind keine Jäger mehr, aber er beobachtet eben, dass die Kinder eben glänzende Bogenschützen sind. Der Bogen spielt überhaupt in diesen ehemaligen Sammler- und Jägergesellschaften eine große Rolle und so kann er eben diesen ethnologischen Beweis führen. Zum Widerstand, er wurde auch unterstützt von Viktor Gorlitzer, kein Völkerkundler, ein Mediziner, der ebenfalls exiliert wurde und nach Zentralindien auswanderte. Und hier gibt es einen interessanten Vermerk. Auf einer Missionsstation in Indien haben die beiden mit anderen Missionaren ein 6 Meter hohes Kreuz gezimmert und haben im fernen Indien gedacht an den Großglockner, der nach dem Anschluss eben ein christuswidriges Hakenkreuzfahne gehisst wurde. So hat man hier diese Opposition ausgedrückt. Dieser Gorlitzer ist nicht uninteressant. Ich habe den Sohn kontaktiert. Er ist ebenfalls Mediziner heute, Michael Gorlitzer. Er hat mir dieses Telegramm übermittelt und da wird eben deutlich, dass Michael Gorlitzer mit der Widerstandsorganisation in den Vereinigten Staaten in Kontakt war. Die heißt Free Austrian Movement, auf die ich dann gleich noch eingehen werde. Rott, Stichwort, ja, Hans Rott, werde ich gleich thematisieren. Der zweite, Heinrich von Geldern, er ist ja sehr prominent, weil er ein Großneffe des bekannten deutschen Dichters Heinrich Heine war. Er hat den Begriff Südostasien, wie wir ihn heute kennen, populär gemacht. Bis dahin waren koloniale Begriffe wie Niederländisch-Indien oder Hinterindien oder Indochina verwendet worden. Und das ist eben so internationaler Standard durch ihn geprägt. Am 15. Jänner 1938, also kurz vor dem Anschluss, hat eine Vortragsreise nach USA angetreten und von der kehrt er nicht mehr zurück, erst im Jahre 1949. Nach dem Anschluss wurde ihm die Vene aberkannt, aufgrund seiner jüdischen Herkunft und den Arier-Nachweis hat kein geringerer als wieder Dekan Christian durchgeführt, der auch mit Heine Geldern über 20 Jahre lang vorher eng zusammengearbeitet hat. Die beiden, der Vertriebene kam in New York im Department of Anthropology des American Museum of Natural History unter, hat zunächst keine fixe Anstellung und trotz dieser prekären Situation entfaltete Heine Geldern ein starkes Engagement in österreichischen Exilorganisationen. Einer der ersten
Exilorganisationen war das Austro-American Center, schon im Januar 1939 gegründet, und zwar mit Irene Harrand. Die beiden kannten einander in Wien nicht sehr gut, aber im Exil kamen die beiden einander näher. Sie war ja Mitbegründerin des Weltverbandes gegen Rassen, Hass und Menschennot und auch mit dem ehemaligen Vizebürgermeister Wiens, Ernst Karl Winter, gründeten sie in New York dieses Austro-American Center. Um von diesem Center unabhängig agieren zu können, gründeten Heine Gelder und Irene Harrand und Heinrich Schnitzler, der Sohn übrigens des Dichters Arthur Schnitzler, Anfang Februar 1939 in Washington D.C., die Friends of Austria, um also ankommende Exilierte unterstützen und betreuen zu können. Zwei Monate später, im April 1939, gründete Heine Gelder gemeinsam mit Harrand die Austrian American League, und das war die Exilorganisation, die sehr eng mit Otto von Habsburg zusammenarbeitete. Gemeinsam mit Habsburg setzte sich Heine Gelder für die Bildung einer österreichischen Exilregierung in den USA ein, deren Bemühungen letztendlich aber scheiterten. 1940 bis zum Kriegsende war Heine Gelder engster Mitarbeiter des ehemaligen Ministers Hans Roth, hier ein Dokument, in der Leitung des Free Austrian Movement tätig, die zu den größten österreichischen Exilorganisationen zählte. Ein Jahr nach der Moskauer Erklärung, also 1. November 1943, gründete Hans Roth mit Unterstützung von Heine Gelder im November 1944 die Christian Socialist Party of Austria in New York, und sie war das Sprachrohr für das Sprachrohr war die Exilzeitung Austria. Und hier fällt eines auf: Der Zeitungskopf zeigt deutlich, dass das politische Ziel ein unabhängiges Österreich war, ein demokratisches, also kein, wie man gerne nachsagt, die Legitimisten, die also Habsburger treuen, sondern sie wollten ein demokratisches Österreich aufbauen unter Einschluss Südtirols, was schließlich nicht gelungen ist. Dass es nicht nur christlich-konservative Vertreter in der Völkerkunde gab, die aktiv gegen den Nazismus auftraten, zeigt der Sinologe und Ethnologe Otto Mänchen-Helfen. Er stammte aus Wien. Als bekennender Sozialdemokrat vertrat er marxistische Ansätze. Anfang 1933 konnte er sich in Berlin habilitieren. Und im selben Jahr floh er von dort, wegen Hitler, nach Österreich. Und nach dem Anschluss gelang ihm die Flucht in die USA an die Westküste. Heine Gelder und Mänchen-Helfen waren miteinander befreundet, aber dennoch kam es zu keiner gemeinsamen Zusammenarbeit im US-Exil. Westküste, Ostküste, hier gründet 1942 in Oakland, in San Francisco, in Exil mit Exil-Sozialdemokraten die Austrian Union of California. Nun komme ich zum letzten Teil, der vielleicht der spannendste ist und eine Widerstandsorganisation vorstellt, von der Sie vermutlich noch nichts gehört haben. Es gibt aber einige Forschung schon dazu, und mein Teil war eben, was ich jetzt vortragen werde. Pater Wilhelm Schmidt war während des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes also schon beobachtet worden von der SS, vom Sicherheitsdienst, und sein Buch wurde 1936 bereits verboten im deutschsprachigen Raum, nach 1938 auch im Österreich. Ja. Es ist übrigens das einzige Werk eines Ethnologen, das verboten wurde in der S-Zeit, Rasse und Volk. Das würde man jetzt vom Titel nicht so annehmen, ja, aber man muss da die Zeit mit berücksichtigen und sich mit den Inhalten genau beschäftigen. Rasse und Volk sind also untaugliche Begriffe für die Völkerkunde, heißt es sozusagen. Ne?
Die Geschichte von Pater Wilhelm Schmidt ist schon sehr bekannt. Er wurde ja kurz nach dem Anschluss unter Hausarrest in St. Gabriel gestellt, nach 3 Tagen, aber durch Intervention des Papstes, gute Beziehungen, wurde er frei und entlassen. Aber der Bericht des SS-Sicherheitsdienstes 2 Wochen später sagt noch immer, er sei der gefährlichste katholische Rassenkundler und er müsste weiterhin beobachtet werden. Ihm gelang aber die Flucht im April nach Rom. Der Papst hat ihm angeboten, bleib bei mir im Vatikan, da bist du sicher. Doch sein Buch Rasse und Volk wurde ins Italienische übersetzt und im April auch in Italien verboten. Nicht so bekannt, Mussolini hat am 15. Juli auch sich dem Rassendogma der NS zugesprochen. Das sogenannte Rassenmanifest, diese 10 Punkte demonstrieren ganz deutlich die Zuwendung zum NS-Staat. Das heißt, Schmidt zieht die Schlussfolgerung, ich bin nicht sicher in Italien, ich muss woanders hin. Ja, wohin? In die neutrale demokratische Schweiz. Das Institut, das er 1931 aufgebaut hatte, das Anthropos-Institut, wurde in die Westschweiz nach Fort Will überstellt. Pater Wilhelm Schmidt gelingt es sogar an der Universität Fribourg eine Professorenstelle aufzubauen. Er hat eigentlich die Völkerkunde dort in der Schweiz als Universitätsfach eingeführt. Das wird oft vergessen. Als Flüchtling ist das wirklich hoch zu honorieren. Das ist aber nicht das Thema. Unser Thema ist Widerstand und das ist wirklich bemerkenswert. Im Archiv der Steirer Missionare in Rom konnte ich dieses Notizheft finden. Es gehörte Pater Wilhelm Schmidt und gab einen wichtigen Aufschluss über Schmidts Netzwerk in seiner Schweizer Exilzeit. Er war tätig als Ethnologe und Linguist in Fribourg und stand ab 1943 sehr eng mit dem Schweizer militärischen Nachrichtendienst in enger Verbindung. Aus dem Vatikan erhielt er umfangreiche finanzielle Mittel, die Schmidt für Wehrmachtsdeserteure einsetzte. Für Wehrmachtsdeserteure. Diese wiederum baut in der Schweiz eine schlagkräftige militärische Widerstandsgruppe gegen den NS-Staat auf. Und hier ist die Geschichte. Der Schweizer militärische Nachrichtendienst mit seinem Hauptsitz in Luzern war gut mit katholischen Kreisen vernetzt. Im Jänner 1943 stellt er den Kontakt zwischen Wehrmachtsdeserteur Walter Färber und Wilhelm Schmidt her, die einander von der Studiengemeinschaft katholischer Soziologen in Wien kannten. Walter Färber hatte mehr als 4 Jahre im Konzentrationslager Dachau verbracht und berichtete über die schrecklichen Zustände, insbesondere, dass im Jahre 1942 fast 1500 polnische Geistliche dort verhungert seien. Diese brisante Information nahm Schmidt zum Anlass, den Vatikan um Hilfe zu bitten. Ja? Er erhielt im August 1943 vom Vatikanischen Staatssekretariat knapp 13.000 Schweizer Franken. Die vatikanische Hilfe wurde jedoch aus Rücksicht auf die Schweizer Behörden und um die staatliche Neutralität nicht zu gefährden, verdeckt geführt. Färbers Entlassung aus dem Polizeigewahrsam, der ihn zunächst wie alle Wehrmachtsdeserteure in Internierungslager und Arbeitslager führte, glückte durch Schmidts Initiative. In der Folge erhielt Färber von Schmidt eine monatliche Zuwendung aus der päpstlichen Kasse, was ihm die Möglichkeit bot, publizistischen Widerstand gegen den NS-Staat zu leisten. Im April 1943 veröffentlichte Färber in den Apostolischen Blättern in Zürich anonym einen Bericht über die medizinischen Menschenversuche an Häftlingen im Konzentrationslager Dachau für die Luftwaffe und die U-Boot-Flotte mit hohen Sterberaten. Und kurz vor Kriegsende publizierte er unter seinem Pseudonym Walter Feuerbach 55 Jahre Dachau einen Tatsachenbericht, der aufgrund seiner nüchternen Beschreibung bis heute zu den eindrucksvollsten Quellen über das KZ Dachau zählt. Neben Färber war der Wiener Medizinstudent Wilhelm Bruckner ein weiterer Nutznießer der päpstlichen Gelder.
Buckner floh 1941 nach einer langen Odyssee in die Schweiz, wo er zusammen mit anderen Wehrmachtsdeserteuren eine österreichische Widerstandsgruppe aufbaute. Zwischen Schmidt und Bruckner bestand ein intensiver Kontakt. Im April 1944 erhielt Bruckner vom Schweizer Militärischen Nachrichtendienst die Erlaubnis, 10 weitere Deserteure aus den Schweizer Internierungslagern für seine Organisation zu rekrutieren. Darunter war auch Franz Kummer, der spätere Nationalratsabgeordnete der ÖVP. Im Herbst 1944 stellte Schmidt die Verbindung zwischen Bruckners Nachrichtendienst und der britischen Special Operations Executive her. Eine Abteilung dieses britischen Kriegsnachrichtendienstes war seit 1941 unter der Leitung von John McCaffrey, einem ehemaligen Dozenten für englische Sprache und Literatur an der Universität von Genua in der Schweiz, tätig. McCaffrey war offiziell stellvertretender Presseattaché an der britischen Botschaft in Genf, Bern, Entschuldigung. Gemäß der Moskau-Erklärung garantierten die Alliierten die Unabhängigkeit Österreichs, verlangten aber gleichzeitig einen Beitrag von Österreich im Kampf gegen das NS-Regime. Was der britischen Sondereinsatzgruppe in der Schweiz offenbar fehlte, war eine einflussreiche österreichische Widerstandsgruppe, die bereit war, militärische Operationen in Österreich durchzuführen. Am 1. Oktober 1944 gründete Bruckner mit 3 anderen Deserteuren in Zürich den österreichischen Wehrverband Patria. Der 75-jährige Schmidt wurde nicht Mitglied dieser Patria. Allerdings dürfte er am Gründungstag anwesend und somit stiller Beobachter gewesen sein. Die Akten des britischen Kriegsgeheimdienstes zeigen, dass die Patria gleich zu Beginn von den Briten militärisch ausgerüstet wurde. Im September und Oktober 1944 bestellte McCaffrey leichte Maschinenpistolen, Munition, Blankodienstbücher und Uniformen der Waffen-SS, Sprengstoff und Zündschnüre, die mit Wehrmachtsuniformen, aber auch in zivil getarnten Patria-Mitglieder reisten illegal ins besetzte Österreich, wo sie unter Bruckners Anleitung ihre Sabotagetätigkeit fortsetzten. So großzügig diese Unterstützung auch war, beschränkte sich doch weitgehend auf Logistik und Material. Bargeld wurde vom britischen Kriegsnachrichtendienst nur in bescheidenem Umfang zur Verfügung gestellt. Und so war es Schmidts Aufgabe, alles, was darüber hinausging, aus seinen Vatikan-Mitteln zu bezahlen. Der vatikanische Fördertopf begann sich allmählich zu leeren. Um die Fortsetzung der Widerstandsaktivitäten zu gewährleisten, bat Schmidt im November 1944 auch Otto von Habsburg um 15.000 Schweizer Franken. Der ehemalige Kronprinz und älteste Sohn des letzten Kaisers von Österreich hatte von 40 bis 44 in den Vereinigten Staaten gelebt, wo er, wie zuvor erwähnt, mit dem exilierten Ethnologen Robert von Heine-Gelden an der Errichtung einer unabhängigen österreichischen Exilregierung arbeitete. Das Schreiben Schmidts blieb unbeantwortet und es gibt auch keinen Beleg für diesbezügliche Zahlungen. Allerdings kam es auf Schmidts Initiative in Anfang 1945 zu einem Treffen zwischen Bruckner und Ottos jüngerem Bruder Karl Ludwig in Westösterreich. Die Beziehung der Patria zum Haus Habsburg führte unweigerlich zu einem Konflikt mit dem britischen Kriegsnachrichtendienst. Ihre Unterstützung einer Widerstandsorganisation, die für eine mögliche Wiederherstellung des österreichischen Kaiserhauses eintrat, widersprach der Moskauer Deklaration. Großbritannien fand einen pragmatischen Kompromiss, in dem es die Patria zwar militärisch, nicht aber politisch offiziell anerkannte. In den letzten Kriegsmonaten gelang es der Patria noch, Verbindungen zu bestehenden Widerstandsorganisationen in Südtirol herzustellen. Unter diesen befanden sich auch prominente Persönlichkeiten wie Kurt Schuschnigg, der Sohn des gleichnamigen, aus ebenfalls Südtirol stammenden Bundeskanzlers in Österreich. Der 18-jährige Schuschnigg wurde in Südtirol von einer Partisanengruppe abgeschnitten, musste dann in die Schweiz fliehen, wo er zum karitativen Hilfskomitee Wilhelm Schmidts, wie es offiziell genannt wurde, aufgenommen wurde. In seinen Memoiren schilderte er eindrucksvoll, wie dass seine Flucht in die Schweiz von John McCaffrey bzw. vom britischen Kriegsgeheimdienst organisiert worden war. Das Kriegsziel der Patria, nämlich Südtirol für Österreich zurückzugewinnen, wurde letztendlich nicht erreicht. Nach Kriegsende war die Patria verschuldet, was größtenteils aus der päpstlichen Kasse beglichen wurde. Die Aufnahme Schmidts erfolgte erst nach Kriegsende.
Der 25-jährige Bruckner hatte zu diesem Zweck eine eigene Urkunde mit dem Briefkopf Patria entworfen. Schmidt sollte das Amt eines Generalkuraten übernehmen, was Schmidts väterliche Seelsorgerrolle in anerkennender Weise würdigte. Schmidts einflussreiche Rolle, soziale Rolle als Geldgeber und Seelsorger einer für die Unabhängigkeit Österreichs kämpfenden Widerstandsgruppe ist bisher weitgehend unbemerkt geblieben. Ob Papst Pius XII. Und seine Kurienkardinäle über den tatsächlichen Verwendungszweck der Vatikangelder Bescheid wussten, ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Zum Schluss möchte ich noch die Ethnologin Etta Becker nennen. Sie war mit Hans Becker, dem Mitbegründer der U5, verheiratet und im Widerstand stand eng mit ihm, hat mit ihm eng zusammengearbeitet. Etta Becker-Donner wurde eine der führenden Wissenschaftlerinnen des Landes. Als Leiterin des Völkerkundemuseums war sie 1955 die erste Frau an der Spitze eines österreichischen Bundesmuseums. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.